Ja, dann erzähl doch mal, wo sind wir hier eigentlich und was hat heute eigentlich hier stattgefunden? Ja, also erstmal, ich bin die Vivian Garbor, ich leite das Westernreitzentrum in Grene und heute hat hier die erste Prüfung zum Basispass, zum Longierabzeichen und zum Westernreitabzeichen stattgefunden. Und zunächst haben wir in einem Vorbereitungslehrgang die Prüflinge darauf vorbereitet. Gerade beim Basispass ist es wichtig, grundlegende Sachen über Pferdegesundheit, Pferdehaltung, auch über den Körperbau des Pferdes, was für Krankheiten auftreten können und wie man diese behandeln kann, diese zu vermitteln und dass die Teilnehmer einfach mit einem grundlegenden Basiswissen aus dieser Prüfung dann auch hervorgehen. Und dann hat eben noch das Longierabzeichen stattgefunden, was auch von der FN mitgeprüft wird. Da geht es dabei vor allem darum, ein Pferd korrekt zu longieren, auch zu wissen, auf was es ankommt, wie man ein Pferd an der Longe trainiert. Und das dritte war eben das Westernreitabzeichen 4. Da ist es dann, geht es schon mehr ins Detail, was das Reiten angeht und wirklich das Westernreiten. Da wird zum einen verlangt, das Pferd in einer Gruppenprüfung zu zeigen, dass das Pferd sich also händeln lässt, wenn es in der Gruppe vorgestellt wird. Ein Einzelgalopp und ein Gruppengalopp sind gefragt, Hufschlagfiguren korrekt zu reiten. Des Weiteren wird dann eine Horsemanship-Prüfung von den Teilnehmern verlangt. Das heißt, es ist also eine kleine Dressurprüfung vom Westernreiten. Es kommt besonders auf Sitz und Einwirkung des Reiters an und dass der Reiter weiß, mit was für Hilfen er sein Pferd korrekt durch so eine Prüfung lenken kann und leiten kann. Und als dritte Prüfung ist dann ein Trail gefragt. Hier ist besonders wichtig, dass die Pferde auch selbstständig über Hindernisse, über Trabstangen, durch ein Viereck durchreiten können. Sie müssen sich drehen im Viereck, also eine Richtigkeitsprüfung. Und dass das alles in den korrekten Gangarten, in einem korrekten Grundsitz und auch in einer schönen Manier vorgestellt wird. Zum Beispiel ist auch das Tor ein Bestandteil der Prüfung, das eigentlich aus der Arbeitsreitweise vom Westernreiten kommt, dass man durch ein Tor keine Rinder durchlässt, wenn man dieses öffnet und schließt. Und das hat alles seine besonderen Vorgaben nach Turnieraspekten. Und so wird diese Prüfung dann auch bewertet. Und die Teilnehmer bekommen danach eine Schulnote für ihr Können. Und natürlich wird auch noch Theorie abgefragt und im Reitabzeichen geht es dann wirklich auch mehr ins Detail, was die Reitlehre angeht. Also wie wirke ich mit was für Hilfen auf mein Pferd ein und wie kann das ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Ich kann sagen, dass es mich besonders freut, dass alle Teilnehmer sowohl 11 im Basispass als auch 4 im Longierabzeichen und 8 im Westernreiterzeichen alle ihre Prüfung bestanden haben und ganz glücklich jetzt mit ihren Urkunden nach Hause gehen können. Super, danke schön. Thorsten aus Bad Gandersheim. Svenja. Franziska. Marte. Tanja. Nicole. Katrin. Carmen. Vivian.